ist doch super, wieder hervorragend, wie ich klinge. Wir haben ja bisher Glück gehabt mit dem Wetter auf der ganzen Rewe Family Tour. Und so soll es auch sein, finde ich. Also. Im Mai diesem Jahr kam dein neues Album Männer sind so raus. Was war das ein Gefühl für dich? Was war das für ein Gefühl? Also ich sag jetzt mal, das ist jetzt mein viertes Album. Irgendwie, und ich bin froh, dass ich immer noch am Start bin und dass ich mein viertes Album machen konnte. Und wir waren auch direkt auch dann zweieinhalb Wochen bis drei Wochen auf Tour. Und jetzt machen wir im Sommer noch ein paar Konzerte und für den Herbst plane ich dann halt noch eine Akustiktour zu machen und eventuell dann im Frühjahr nächsten Jahres noch eine B-Tour von Männer sind so im Prinzip nochmal nachzuschießen. Ansonsten bin ich natürlich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich weiterhin das machen kann, worauf ich musikalisch Bock habe einfach. Jetzt nur noch eine Frage. Du warst gerade drüben bei der Koch Arena. Hat es dir dort gefallen? Ja, absolut. Also Stefan Marquardt natürlich, ich muss gestehen, ich habe früher Catering-Jobs betrieben, um mich über Wasser zu halten und unter anderem habe ich auch mal irgendwann für den Stefan mal arbeiten dürfen. Und deshalb war ich natürlich heute sehr, sehr froh und glücklich auch irgendwie den mal wieder nach 7 Jahren wiederzusehen und mit dem zusammen da zu schnibbeln und zu kochen. War lustig, lustige Runde. Dann bedanke ich mich für das Interview und jetzt rock mal die Bühne richtig für deine Fans. Ja, Mann. Hat er gerade gesagt, dass er schon kochen war? Hackfleischbällchen, ja, Hackfleischbällchen hat er gemacht. Mit Chili-Süß-Sauersoße und noch irgendwas. Aber es ist gut, wenn man so multitalentiert ist. Aber was ich wirklich gut finde, ist jetzt schon eine Weile her, dass der DSDS gewonnen hat. Und er hat es geschafft, als einer der wenigen, wirklich sich zu halten und sich seine musikalische Basis zu schaffen. Das ist absolut nicht selbstverständlich, wie ihr alle wisst. Und das erfordert nicht nur das nötige Talent, sondern auch im Endeffekt das Durchhaltevermögen. Richtig. Das hat er echt bewiesen. Und jetzt wollen wir mal wieder zum Spaß kommen. Weg vom Ernst hin zum Spaß.